إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine ehrenwerten Geschwister. Wir werden bi'idhnillahi ta'ala einige weiteren Ahadithe von diesem großartigen Werk Usulul Iman von Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah behandeln. Und sind wir bereits beim Hadith 24 angekommen. Sheikh al-Islam rahimahullah sagt, Izbatu ru'yat al-mu'minin li rabbihim yawm al-qiyamah. Yani die Bestätigung, dass die Gläubigen am jüngsten Tage Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Die Bestätigung, dass die Gläubigen am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Und dafür, beziehungsweise dazu, erwähnte Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah der folgende Hadith an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qal kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idh nazara ila al-qamari laylat al-badr faqal innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr la tudamuna fi ru'yatihi فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرع وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Der edler Gefährter Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu berichtet, als er sagte, wir saßen beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam. So schaute er zum Mond, während die Nacht klar war. Und hierauf sagte er sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ihr werdet euren Herrn sehen, so wie ihr den Mond bei der klaren Nacht seht, ohne irgendwelchen Erschwernisse. So wenn ihr könnt, Stand zu halten, beziehungsweise, dass ihr nicht überwältigt werdet bezüglich den zwei Gebeten. Und damit ist gemeint das Gebet, yani des Fajr, und das Gebet, yani Asr-Gebet. Yani das Qabla Tulu Ishams, damit ist gemeint eben das Fajr-Gebet. Und qabla ghurubiha, damit ist gemeint eben das Asr-Gebet. Nachdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dies sagte, rezitierte er auch die Aussage Allahs, und zwar, und lobpreise deinem Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor ihrem Untergang. Und damit ist gemeint hier, yani wie Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah sagte, lobpreise deinem Herrn vor dem Aufgang der Sonne. Damit ist gemeint das Fajr-Gebet. Und vor ihrem Untergang, damit ist gemeint, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagte, ist das Asr-Gebet gemeint. Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagte bezüglich diesem Hadith, dass in diesem Hadith ist zu entnehmen, dass die Gefährten, Ridwanullahi alayhim,
sie saßen beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist entweder die 14. Nacht oder die 15. Nacht. Denn in diese zwei Nächte des Monats vervollständigt sich der Mond. Vervollständigt sich der Mond. Als er ja am Anfang der Halbmond war und so vergrößert sich, bis er ja nie die Form des Vollmondes nimmt. Und dann wieder nimmt es ab. Und dann nimmt es wieder ab. Jedoch dieses Vollmond und bei dieser klaren Nacht war es eben die Nacht, die Nummer 14, beziehungsweise die Nacht des, die 15. Nacht des Monats. Und all dies, yani diese Stufen und diese Phasen, die der Mond yani, geht, all dies, um die Zeit zu berechnen. All dies, yani, um die Zeit yani, zu berechnen und die Jahre. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte diesbezüglich, وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, sodass ihr dadurch yani, die Jahre kennt und die Rechnung der Zeit. Und das ist, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, yani, von den verwunderlichen Angelegenheiten, yani, der Mond und diese Stufen, die der Mond yani, durchgeht. Das sind Sachen, yani, die einen zu erstaunen bringen. Und dann spricht Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah bezüglich yani, der Angelegenheit, dass ihr werdet euren Herrn sehen, ohne irgendwelchen Erschwernisse. Und dies, Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagte, dass diese Angelegenheit, yani, so wie die Menschen auch, yani der Mond, wenn der Vollmond ist und bei einer klaren Nacht, sie können ohne irgendwelchen Erschwernisse der Mond beobachten und sehen. Und jeder ist an seinem Platz. Keine benötigt es und braucht es, sich da zu bewegen oder zu drängeln oder sonst irgendwas. Jeder von seinem Platz, wo er ist, sieht bzw. kann der Mond sehen. Und so wird es auch Yawmul Qiyamah geschehen und im Paradies. Die Gläubigen, sie werden Allah subhanahu wa ta'ala sehen, ohne irgendwelchen Erschwernisse und ohne es sich zu drängeln, sondern jeder von seinem Platz, wo er sein wird. Und Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah spricht auch bezüglich eben yani, das Gebet yani des Fajr und das Gebet des Asr, dann yani, wenn ihr könnt nicht, beziehungsweise wenn ihr könnt standhalten, damit ihr nicht überwältigt werdet, yani von wem überwältigt zu werden, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, yani vom Shaitan. Denn der Shaitan überwältigt der Mensch und auch der eigene Nefs und die Beschäftigung mit der weltlichen Angelegenheiten, sodass dadurch, dass man die Gebete yani, vernachlässigt bzw. auch gänzlich unterlässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, dass man sich sehr, sehr stark bemühen sollte, diese zwei Gebete zu bewahren. Auch die restlichen yani, drei Gebete, yani, alle fünf Gebete, ist man verpflichtet, sie zu bewahren und
zu bestimmter Zeit sie zu verrichten. Jedoch hier wurde nochmals spezifischer erwähnt, diesen zwei Gebete, und dies zeigt auch die Vorzüglichkeit von diesen zwei Gebeten. Und dann sagt Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah, dies beinhaltet auch eine Anspornung für jene, die an diese Sache hoffen. Dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Sie sollen dann viel mehr yani, aufpassen und sich bemühen, diesen Gebeten nachzukommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Yani bewahrt die Gebete und das mittlere Gebet. Und Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah sagt, mit dem mittleren Gebet ist gemeint, yani Salatul Asr. Und hier wurde Salatul Asr erwähnt, obwohl es die Gebete im Allgemeinen wurden bereits im Vers erwähnt. Jedoch sie wurde explizit nochmals spezifisch erwähnt, um eben zu zeigen, die Wichtigkeit yani, von diesem Gebet. Denn wie Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah hier sagt, dass yani, einige von den Menschen sie vernachlässigen bzw. sie sind unachtsam. Sie sind unachtsam gegenüber diesen zwei Gebeten. Das Gebet des Fajr und das Gebet des Asr. Und jene Menschen, sagt Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah, die beispielsweise das Fajr-Gebet und auch das Asr-Gebet nie beten, sie beten das Gebet nie, des Fajr oder des Asr, dass diese Menschen sind Kuffar. Diese Menschen ja nicht, sind Kuffar. Und jene Menschen, die sie dann beten, wenn sie aufgewacht sind, nachdem sie aufgewacht sind, sie lassen es eben die Zeit vergehen und sind sie diesbezüglich unachtsam, so ist das Gebet ungültig. So ist das Gebet ungültig und diese Menschen befinden sich in einem sehr großen Gefahr. Und sie werden, ihnen wird diese Sache vorenthalten. Und zwar, wie Sheikh Saleh Al-Fawzan sagte hier zu tun, bezüglich das Sehen Allahs am Yawmul Qiyama. Jene Menschen, die vernachlässigend waren bezüglich diesen zwei Gebete, ihnen wird diese gewaltige Sache vorenthalten, aufgrund ihrer Vernachlässigung von diesen zwei Gebeten. Und somit sagt Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah, dass dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith und beinhaltet eben die Bestätigung, dass die Gläubigen, sie werden ihren Herrn am jüngsten Tage sehen. Und dies gehört zu den gewaltigsten Belohnungen, die ihnen ja nie Yawmul Qiyamah gegeben wird. Und sie werden auch dadurch geehrt. Sie werden auch dadurch ja nie geehrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen. Und Sheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah sagt in seiner Erklärung zu diesem Hadith, yani hier ist die Bestätigung, dass die Gläubigen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Und dies wird eben geschehen auch Yawmul Qiyamah, als sie yani versammelt werden. Und dann auch im Paradies. Und dann auch yani, im Paradies. Und sagt auch Sheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah, dass sie, yani die Gläubigen, sie werden Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren Augen sehen.
Sie werden Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren Augen sehen. Und dies gehört auch, dass die Gläubigen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala am Yawm al-Qiyamah sehen werden, dies gehört auch zum Iman billah, zum Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Dass diese Sache gehört dazu. Und erwähnt dazu, Sheikh Salih al-Sheikh erwähnt die Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dass die Gläubigen eben Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden am jüngsten Tage mit ihren Augen, mit ihren Blicken. Und darin ist eine Widerlegung gegen jene, die behaupten, dass die Gläubigen, sie werden nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren Blicken sehen. Und das sind die Al-Asha'ira und Ma'turdiya. Denn sie bestätigen die Ru'ya, das Sehen Allahs, jedoch nicht mit der Blicke, nicht mit den Augen. Und wenn man sieht, schlussendlich, dadurch wollen sie eben die Verneinung. Und Mu'tazila, sagt Sheikh Salih al-Sheikh, Hafizahullah, die Mu'tazila, sie leugnen, beziehungsweise sie lehnen es vom Anfang an ab. Sie lehnen es sowas ab. Sie sagen, dass wir sowas nicht stattfinden. All dies aufgrund ihrer Logik, dass sie ihre Logik bevorzugen vor dem, was im Buch Allahs gekommen ist und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und hierzu erwähnt Sheikh Salih al-Sheikh hafidahullah auch die Aussage Allahs: La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Ihn erfassen die Blicke nicht und er erfasst die Blicke. Dazu sagt Sheikh Salih al-Sheikh anschließend, dass eben die Gläubigen, sie werden ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, sehen. Jedoch, dass dieses Sehen, dieses Erblicken, ist nicht, dass sie ihn umfassen werden, dieser Idrak. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La tudrikuhu al-absar, ihn erfassen die Blicke nicht. Und das ist, sagt Sheikh Salih al-Sheikh, wie das Beispiel in der Dunya, man sieht der Himmel, man beobachtet, man erblickt der Himmel. Jedoch das Erblicken der Himmel bedeutet nicht, dass man ihn dadurch erfasst hat. Dass man ihn dadurch erfasst hat. Man sieht nur ein Teil des Himmel. Und somit sagen wir bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala, ihn erfassen die Blicke nicht. Ihn erfassen die Blicke nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist frei von dieser Angelegenheit. Von dieser Angelegenheit, dass ihn die Geschöpfe erfassen könnten. Barakallahu fikum. Und dann sagt auch Sheikh Salih al-Sheikh hafidahullah, dass diese Angelegenheit, die Mas'alatul Ru'ya, die Angelegenheit des Sehen, dass die Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden, dies gehört zu den gewaltigen Masail, zu den gewaltigen Angelegenheiten. Barakallahu fikum. Und wenn der Gläubiger sich dieser Angelegenheit bewusst ist und er ist überzeugt und gefestigt, dies führt dazu, dass er für diese Sache anstrebt,
und arbeitet und sich vorbereitet, damit er dieser gewaltige Vorzug genießen darf. Barakallahu fikum. Somit, man sollte sich anstrengen. Man sollte sich ja nie anstrengen, damit man diese Belohnung bekommen darf. Und auch spricht Sheikh Salih al-Sheikh bezüglich jener, die das Paradies betreten werden. Sie werden ihren Herrn sehen. Und das ist die höchste Wonne des Paradieses, dass die Gläubigen im Paradies Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Und dies ist auch eine Anspornung, um gute Werke zu vollbringen. Und das ist eine Anspornung, um das Herz zu reinigen. Das Herz zu reinigen. Damit man sich vorbereitet. Damit man rechtschaffenen Taten vollbringt. Die dann, ja nicht zu den Esbab sind, gehören, beziehungsweise, dass man dann ja nicht das Paradies betritt. So sollte man sich abmühen. So sollte man sich ja nicht dafür abmühen. Danach, der nächste Hadith, der Hadith 25, Sheikh al-Islam rahimahullah erwähnt, und zwar Intisarullahi li awliyaihi, yani die Verhelfung Allahs seinen Nahengestellten. Seine Awliya. Und dazu erwähnt er ein Hadith, welcher von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah qala man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. In diesem Hadith, welcher vom edler Sahabi Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer sich mit einem Wali von mir verfeindet, beziehungsweise ihm Schaden zufügt, dem erkläre ich den Krieg. Mit nichts Lieberes nähert sich mir meinem Diener als die Pflichten und er nähert sich mir weiterhin mit den freiwilligen Taten. Bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, so bin ich dann sein Gehör, womit er hört, sein Sehen, womit er sieht, seine Hand, womit er greift, sein Fuß, womit er schreitet. Und wenn er mich bittet, beziehungsweise um etwas erfragt, dem gebe ich dies. Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah, sagte bezüglich diesem Hadith, dass Al-Wali ist jener Al-Alimu Billah, jener yani der Wissen, der Kenntnisse über Allah subhanahu wa ta'ala hat und jener, der bestrebt ist, in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und jener, der aufrichtig in seinen Handlungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist der Waliullah. Das ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Awliya beschrieben, indem er sagte, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wahrlich,
die Awliya, die nahen Gestellten Allahs, über sie kommt kein Angst und auch kein Trauer. Das sind diejenigen, die geglaubt haben und sich vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und yani, wie will man yani, Iman erlangen ohne Wissen? Yani, dadurch verstehen wir, wieso Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah sagte, dass der Wali ist jener, der yani, eben Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala hat. Denn dass man eben alladina amanu, diejenigen, die geglaubt haben. Und dass man glaubt, benötigt man es Wissen. Benötigt man es Wissen. Barakallahu fikum. Und das sind die, sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, nachdem er hier der Vers erwähnte, alladina amanu wa kanu yattaqun, haulai humu awliyaullah. Das sind ja nicht die Awliya Allahs. Das sind die nahen Gestellten Allahs. Jene eben, die diese Eigenschaften erbringen. Die Eigenschaft des Iman und die Eigenschaft der Gottesfurcht. Das sind die Awliya Allahs. Und jene, die diese Eigenschaften unterlassen, yani sie unterlassen der Iman, sie unterlassen yani die Taqwa, die Gottesfurcht, die sind die Feinde Allahs. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, sagt hierzu, der Unterschied zwischen Walaya und Wilaya. Walayatun, yani bifetch al-Waw, das ist eben jene, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, die nahen Gestellten. Und Wilayatun, bikesri Waw, ist yani die Herrschaft, die Führung. Deswegen yani Waliul Amr. Waliul Amr yani der Herrscher, der Führer. Das kommt yani von Wilaya. Kommt yani von Wilaya, eben Führung, Herrschaft. Und die Aussage Allahs, yani wer sich yani mit einer Wali von mir verfeindet, dem erkläre ich den Krieg. Dies yani kann sein, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, diese Kriegserklärung hier, kann sein auch durch verschiedene Sachen, wie beispielsweise Krankheiten, Armut, das Sterben von Familienmitgliedern, und ähnlichen Unheilen, dass er getroffen wird, dass yani ihn yani, dass er von schlechten Menschen umzingelt wird und ähnlichen, dass dadurch er yani eben bestraft wird. Und sagt auch Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, dass dieser Hadith beinhaltet, dass es nicht erlaubt sei, gegen die Awliya Allahs zu kämpfen bzw. sich zu verfeinden. Denn dies geschieht dann, yani danach kommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Krieg erklärt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und jene Menschen, sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, jene Menschen, vor allem Menschen, die eben in den Medien und Zeitschriften und Zeitungen sich lustig machen über die Gläubigen und herabziehen über die Gläubigen und yani falschen Sachen über die Gläubigen verbreiten, dass diesen Menschen, ihnen steht diese Androhung, ihnen steht eben diese Androhung. So sollte man sich ja nicht ins Acht nehmen. Barakallahu fikum. Und dann spricht Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah bezüglich yani,
den Pflichten, dass die Pflichten sind, yani die beliebtesten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier bestätigt sich wieder auch diese Eigenschaft, die Eigenschaft der Liebe, den wir schon bereits yani, im letzten Unterricht durchgenommen haben. Jedoch auch in diesem Hadith ist zu entnehmen, diese gewaltige Eigenschaft für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt, liebt bestimmten Menschen, liebt bestimmten Taten, die Taten, die rechtschaffenen Taten sind. Und um ein Tat rechtschaffen zu sein, benötigt es diese zwei Bedingungen, Voraussetzungen, und zwar die Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und die Befolgung der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und in diesem Hadith, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, ist zu entnehmen, dass die Pflichten al-Fara'id, die Pflichten sind beliebter bei Allah subhanahu wa ta'ala als die freiwilligen Taten. Und somit, es gebührt sich, beziehungsweise es ist verlangt vom Mensch, beziehungsweise von den Menschen, von den Leuten, es ist verlangt, dass sie an der ersten Linie die Pflichten aufbewahren, und wenn sie den Pflichten nachgekommen sind, dann begeben sie sich zu den freiwilligen Handlungen und Taten. Jedoch, dass man die freiwilligen Taten vollbringt und man unterlässt dabei die Pflichten, das ist das Gegenteil, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und das wird dem Diener nicht nützen. Barakallahu fikum. Nämlich, dass man den Freiwilligen nachkommt und die Pflichten unterlässt. Diese Sache wird dem Diener nicht la yanfa'uhu, sagt Sheikh Salih al-Fawzan. La yanfa'uhu. Ihm wird diese Sache nicht nützen. Barakallahu fikum. Denn die Nawafil, die freiwilligen Taten, sie werden nicht akzeptiert, bis der Diener die Pflichten erfüllt hat, beziehungsweise nachgekommen ist. So sollte der Diener, yani der Muslim, yani große Wert legen, die Pflichten zu erledigen. Die Pflichten zu erledigen und danach sich zu den freiwilligen Taten begeben. Barakallahu fikum. Wie beispielsweise die 5 Gebete, das Fasten im Monat Ramadan, das Entrichten der Zakat, das Verrichten der Pilgerfahrt, die Gütigkeit gegenüber den Eltern, die Gütigkeit gegenüber den Verwandten und so weiter und so fort. Dass man diesen Sachen zuerst nachkommt. Und bezüglich yani, dem Abschnitt des Hadithes, so bin ich yani, sein Gehör, womit er hört, und sein Sehen, womit er blickt, und so weiter und so fort, bis zum Schluss des Hadithes, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, dies bedeutet yani, die Rechtleitung und die Rechtweisung in all diese Handlungen, die er begehen wird, dass er recht geleitet wird und recht gewiesen wird und zu dem Richtigen yani, geführt wird, dass er, wenn er etwas hört, dass er Sachen hört, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, und dass er Sachen sieht bzw. erblickt, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist, und so auch mit seiner Hand und so auch mit seinem Fuß und so weiter und so fort. Dass er nur dann Taten begeht, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit auch zufrieden ist. Damit ist gemeint, bin ich dann sein Gehör und so weiter und so fort.
Yani das ist das richtige Verständnis von diesem Teil des Hadithes. Und dann die Erklärung von Sheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah, sagt er auch eben, die Bestätigung der Eigenschaft der Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und bezüglich dem Teil des Hadithes, und wenn ich ihn liebe, so bin ich sein Gehör, womit er hört, und so weiter und so fort, sagt Sheikh Salih al-Sheikh, yani dies bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet und dass mit diesen Körpergliedmaßen, dass er nichts begeht, außer Taten, Handlungen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. So verhilft ihm Allah subhanahu wa ta'ala und leitet ihn recht und gibt, verleiht ihm Erfolg für gute, rechtschaffene Handlungen. Und auch einerseits, Sheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah, sagt, Allah subhanahu wa ta'ala verhilft ihm, gute Werke durch diese Körpergliedmaßen zu vollbringen. Und andererseits hält ihn fern von schlechten Taten. Hält ihn fern, yani, von schlechten Taten. Barakallahu fikum. Und danach erwähnt Sheikhul Islam Rahimahullah der nächste Hadith, und in diesem Hadith geht es darum, dass die Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Himmel der Dunya herunterkommt. إِذْبَاتُ نُزُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Yani die Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Himmel der Dunya herunterkommt. Und dazu erwähnte Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ein Hadith, welcher auch von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. In diesem Hadith, welcher eben von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, unser Herr kommt zum Himmel der Dunya herunter, und zwar jede Nacht, wenn der letzte Drittel der Nacht übrig geblieben ist, und sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer ruft mich, damit ich ihm antworte? Wer bittet mich, damit ich ihm gebe? Und beziehungsweise wer fragt mich, damit ich ihm gebe? Und wer bittet mich um Vergebung, sodass ich ihm vergebe? Wer bittet mich um Vergebung, sodass ich ihm vergebe? Sheikh Salih al-Fawzan, Hafidahullah, sagt zu diesem Hadith, wir bestätigen für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er über alle seine Geschöpfe ist. Und wir bestätigen, dass er über seinem Thron erhoben ist. Und wir bestätigen auch für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er herunterkommt zum Himmel der Dunya, wie es in diesem Hadith bestätigt wurde. All dies bestätigen wir für Allah subhanahu wa ta'ala, weil dazu und dafür sind authentische, korrekte Beweise überliefert und gekommen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er ist derjenige, wie ihn Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Wahrlich, spricht nicht von seinen eigenen Gelüsten. Vielmehr ist ein Offenbarung, was ihm offenbart wird vom Herrn der Welten. Und das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier in diesem Hadith sagte, يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Und das sind diese Aussage entspringt nicht von seinen eigenen Gelüsten und Begierden. Vielmehr ist eine Offenbarung, was zu ihm, zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, offenbart wurde. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, dass wir diese Sache für Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen, dass er herunterkommt zum Himmel der Dunya im letzten Drittel des Nachts. Und sagt auch Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, Wir begeben uns nicht in irgendwelchen Interpretationen bzw. Verleugnungen. Barakallahu fikum. Denn wir bestätigen das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sich bestätigt hat und auch, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für ihn bestätigt hat, ohne reinzugehen in der Kayfiyya. Ohne reinzugehen und zu versuchen zu interpretieren, wie der Art und Weise diese Sache ja nicht zustande kommt. Wie wurde uns nicht offenbart? Barakallahu fikum. Al-Kayfiyya, kayfa yanzil, das kennen wir nicht. Wieso? Es wurde uns nicht offenbart. Und es ist nicht auch von uns verlangt, denn als Diener, man sollte sich stets fragen, was ist von mir verlangt? Was ist von mir verlangt? Und diese Sache wurde Al-Kayfiyya, die Art und Weise, wurde von uns nicht verlangt, dies zu wissen, weil es wurde uns auch nicht offenbart. Barakallahu fikum. Denn die Kayfiyya, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt, Al-Kayfiyyatu, yani die Art und Weise des Herunterkommen, niemand besitzt darüber Wissen, illa huwa subhanahu wa ta'ala, außer er, Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand sonst, barakallahu fikum. Und dasselbe sagen wir auch über Al-Istiwa. Dasselbe sagen wir auch über Al-Istiwa. Und dazu erwähnt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah das Geschehnis, was mit Imam Malik rahimahullah geschehen ist und ein Mann, der zu ihm gekommen ist und fragte bezüglich der Aussage Allahs Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, der Allerbarmer hat sich über dem Thron erhoben. Dieser Mann stellte die Frage, Kayfa stawa, wie hat er sich über dem Thron erhoben? Wie? Er wollte das Wie wissen. Und Imam Malik, rahimahullah, bekam Schweiß an seinem Stirn und senkte seinen Kopf zum Boden. Und Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, erwähnt hier, ein sehr wichtiges Detail, wieso Imam Malik rahimahullah hier seinen Kopf gesunken hat zum Boden. Und zwar, sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, Haya'an min Allah, aus Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat sich geschämt, Imam Malik rahimahullah, vor Allah subhanahu wa ta'ala, über so eine Frage, die ihm gestellt wurde. Barakallahu fikum.
Danach erhob er seinen Kopf und sagte zu ihm: Al-Istiwa ma'lum, ist bekannt. Wal-Kayf, jedoch die Art und Weise, ist majhul, ist unbekannt für uns. Für uns ist es unbekannt. Al-Imanu bihi wajib. Der Glaube daran, der Glaube an der Istiwa, ist wajib, ist Pflicht. Und genau dasselbe gilt, wie Sheikh Salih al-Sheikh kommen wird dazu, dasselbe gilt auch über das Herunterkommen. Dieselben Regeln. Der Iman daran ist wajib. Was-su'alu anhu bid'a. Und danach zu fragen, nach dem Wie, ist eine Erneuerung. Und dann sagt er zu ihm, und was ich dich sehe, du bist ein Erneuerer. Und so wurde er veranlasst, dass dieser Mann von diesem Majlis, von dieser Sitzung, entfernt wurde. Und erwähnt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, diesbezüglich in der Angelegenheit des Nuzul, des Herunterkommen, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat ein Schrift, ein Werk verfasst, speziell über diese Angelegenheit. Scherh Hadith al-Nuzul, Scherh Hadith al-Nuzul, die Erklärung des Hadith des Herunterkommen. Und das wurde, wie Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah sagt hier, es wurde dieses Werk gedruckt und auch verbreitet. Und das ist, yani in diesem Hadith, beziehungsweise in diesem Werk, zeigt sich, yani die Aqida, die Glaubensgrundlagen, beziehungsweise eine davon, diese Angelegenheit, der Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ahl-Sunnah, yani wal-Jama'a. Danach, sagt Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, diese letzte Drittel der Nacht, dies zeigt die Vorzüglichkeit dieser Zeit, wie vorzüglich dieser Zeit ist und dass man bestrebt sein sollte, dass man bestrebt sein sollte, in dieser Zeit, yani, im Gebet zu verbringen, beziehungsweise im Gedenken Allahs, beziehungsweise im Bitten Allahs für bestimmte Angelegenheiten und das Bitten Allah um Vergebung. Man sollte diese Sache nicht sich entgehen lassen. Barakallahu fikum. Diese letzte Drittel der Nacht. Wenn alle schlafen, dass du aufstehst, die rituelle Waschung vollziehst und dann betest du. Betest du, während die Mitmenschen eigentlich am Schlafen sind. Barakallahu fikum. Jedoch dies benötigt von uns eine sehr große Anstrengung, dass man sich sehr anstrengt und dass man auch diszipliniert ist und dass man mit der eigenen Nefs zu kämpfen haben wird. Jedoch diese Sache ist leicht für jenen, denen Allah subhanahu wa ta'ala es leicht gemacht hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen. Dann sagt Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah bezüglich jene Menschen, die diese Ahadithe missdeuten, missinterpretieren, und sie sagen bezüglich diesem Hadith, dass mit Herunterkommen, Herabsteigen, ist gemeint in diesem Hadith sein Befehl, denn Allahs Befehl kommt herunter. Ist nicht gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala herunterkommt, sondern sie sagen, damit ist gemeint, Allahs Befehl kommt
herunter zum Himmel der Dunya. Wir sagen zu ihnen, sagt Sheikh Saleh al-Fawzan, als Antwort sagen wir zu ihnen, ist dann möglich und nachvollziehbar, dass der Befehl, der angeblich eben herunterkommt, dass er sagt, wer ruft mich, so dass ich ihm antworte? Wer erbittet mich, dass ich ihm gebe? Wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm vergebe? Ist der Befehl, der so spricht und handelt? Und Sheikh Saleh al-Fawzan sagt, das gehört zu den widerlichsten Interpretationen, die diese Menschen begangen haben. Dass sie eben gesagt haben, damit ist gemeint hier mit Nuzul, mit Herunterkommen, ist nicht gemeint Allah, sondern ist gemeint der Befehl. Und weil diese Menschen ihre Köpfe bevorzugt haben, vor dem Verständnis des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seine edlen Gefährten, dann sind sie in solchen Problematiken hereingefallen. Aufgrund all dies, weil sie haben ihre Köpfe bevorzugt. Sie haben ihre Köpfe bevorzugt und dann sind sie von einem Irrtum ins nächste gelandet. Dann sagt Sheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah bezüglich diesem Hadith, dass in diesem Hadith sind einige Eigenschaften Allahs bestätigt. Und die am deutlichsten ist die Eigenschaft al-Nuzul, die Eigenschaft des Herunterkommen. Die Eigenschaft des Herunterkommen. Und dann sagt Sheikh Saleh, al-Sheikh Hafidahullah, das, was wir über al-Istiwa sagen, sagen wir auch über al-Nuzul. Und zwar al-Nuzul ma'alum wal-Kayf majhul. Und das Kayf, das Wie, ist für uns unbekannt. Wa ghair ma'qul, sagt Sheikh Saleh al-Sheikh, wa ghair ma'qul, der Verstand, unserer Verstand, kann diese Sache nicht nachvollziehen, nicht begreifen, barakallahu fikum. Und nach dieser Sache zu fragen, nach dem Wie, ist eine Bid'a, eine Erneuerung. Vielmehr ist man verpflichtet, daran zu glauben. Ist man verpflichtet, diese Sache so zu nehmen, wie es überliefert wurde. Ohne viel, der eigene Verstand hier, dass man ihn bevorzugt vor den Texten. Vielmehr, man ergibt sich, man fügt sich hinzu. Und dann sagt auch Sheikh Saleh al-Sheikh Hafidahullah, dass von uns, und das ist eine sehr wichtige Bemerkung, was Sheikh Saleh al-Sheikh hier erwähnt, dass von uns ist verlangt, die Bestätigung dieser Eigenschaft, und zwar hier konkret die Bestätigung der Eigenschaft en-Nuzul, des Herunterkommen Allahs im letzten Drittel des Nachts. Das ist verlangt von uns. Und es ist nicht verlangt von uns, dass wir nach dieser Al-Kayfiyya suchen. Nach dem Wie, die Art und Weise, wie diese Sache ist geschieht. Es ist nicht von uns verlangt,
Barakallahu fikum. So bleibt da stehen, wo die Texte yani angehalten haben. Barakallahu fikum. Und dann spricht Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah bezüglich yani dem Teil des Hadithes Man yad'uni fa'astajiba lah, wer ruft mich, sodass ich ihm antworte. Man yas'aluni fa'u'tiya, und wer bittet mich, wer erfragt mich, dass ich ihm gebe. Und man yastaghfiruni fa'aghfir lah, und wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm vergebe. Sagt Sheikh Salih al-Sheikh, und macht er eben diese sehr, sehr schöne Erklärung dazu. Zuerst, beziehungsweise am Anfang, wurde Ad-Dua oder Ad-Da'wa, yani das Rufen. Man yad'uni, wer ruft mich? Und das ist allgemeiner. Das ist allgemeiner als Man yas'aluni, wer erfragt mich. Yani ad-du'a, ad-da'wa, yani das Rufen, Allah, yani, ist allgemeiner als das Erfragen. Yani das Erfragen ist spezifischer. Und dann der letzte Teil, al-istighfar, das Bitten um Vergebung. Und das ist speziell vom Speziell. Denn Ad-Da'i, der Rufer, der Allah subhanahu wa ta'ala ruft für eine Sache, mag sein, dass er yani abiden, dass er in eine gottesdienstliche Handlung ist. وَقَدْ يَكُونُ سَائِلًا, und mag sein, dass er ihn yani Ad-Da'i, dass er Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache erfragt. Und wie beispielsweise, yani gehört dazu, Man yad'uni, dies gehört dazu auch das Gebet. Jene Leute, die das, yani, das Gebet verrichten. Jene Leute, die das Buch Allahs lesen. Jene Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht gedenken. Das sind alle Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala durch diese gottesdienstlichen Handlungen rufen. Und Man yas'aluni, und wer erfragt mich, dass diese Sual, diese Frage und das Erfragen ist eine spezielle, eine bestimmte Sache. Ist eine bestimmte eine Sache. Und dieses Erfragen, diese spezielle, bestimmte Sache, die man will und Allah Ta'ala dafür bittet, kann sein eine Angelegenheit, eine weltliche Angelegenheit oder andere Angelegenheiten, die man für sich und für seine Nächsten wünscht und will. Und kann es auch dieses Frage, yani Istighfar, das Bitten um Vergebung sein. Jedoch, das Letzte, eben was erwähnt wurde, ist speziell vom Speziellen. Und zwar das Bitten um Vergebung. Das Bitten yani um Vergebung. Barakallahu fikum. Und dies zeigt eben die schöne Erklärung von Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah bezüglich diesen Perlen, die yani in diesem Ahadithen vorhanden sind. Dann sagt eben, was Sheikh Salih al-Sheikh am Anfang erwähnte, was er am Anfang sagt, eben sind einige Eigenschaften hier in diesem Hadith bestätigt für Allah subhanahu wa ta'ala, und erwähnt dazu eben
die Eigenschaft des Sprechen. Yani, die Eigenschaft des Sprechen, denn Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Allah ta'ala sagt, man yad'uni fa'astajiba lah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. All dies, hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Beweis, eine Bestätigung für diese Eigenschaft, für Allah subhanahu wa ta'ala. Ist auch eine Bestätigung der Eigenschaft des Vergebung, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern vergibt. Und auch eine Bestätigung der Eigenschaft des Antworten, dass er ihnen antwortet. Und die Bestätigung der Eigenschaft, dass er ihnen gibt, jenen Sachen, die sie von ihm erbitten. Und dann sagt Sheikh Salih al-Sheikh, und darin ist eine Widerlegung gegen diejenigen, die sagen, dass die Dua und Sual und das Bitten um Vergebung, dass diese in diesen Sachen keinerlei Nutzen hat. Dass in diesen Angelegenheiten keinerlei Nutzen hat. Denn die Angelegenheiten wurden schon bestimmt und somit das Erbitten und Bitten und Erfragen und Bitten um Vergebung, diese Angelegenheiten erbringen keinerlei Nutzen. Und das behaupten, wie Sheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah sagte, eine Gruppe von der Sufia, sie behaupten diese falschen, nichtigen Behauptungen. Und das ist nichtig und falsch. Auch ein Beweis dazu ist genau dieser Hadith, was wir bereits eben schon gelesen haben. Und bi'idhnillahi ta'ala begnügen wir uns damit und bi'idhnillahi ta'ala werden wir nächste Woche da ansetzen, wo wir stehen geblieben sind. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.